Moinsen. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt hier letztens gemacht habe. Jedenfalls wissen wir ja noch, dass wir da rein müssen. Und alle so gut wie möglich ausschalten müssen, die da reinkommen. Wir sollen das ebenfalls bewachen da drinnen, weil da ist ja hier, ich glaube, die Abschuss... Apparaturmechanismus für die scheiß Rakete. Und deswegen müssen wir da aufpassen, dass da keiner rangeht. Wir müssen jetzt warten, bis die Rakete aufgeladen ist, aufgetankt ist, damit wir die in die Luft jagen können. Ganz einfach. Aber so einfach wie es klingt, ist es nicht. Da ist schon der erste drin. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Hab zwar schon einen kleinen Plan, aber so genau, ob das so funktionieren wird, weiß ich noch nicht. Jo. Den bringen wir mal weg. So. Die Leiche ist weg. Jetzt warten wir, bis der da reinkommt. Wir machen das da genauso. Und ich denke mal, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Wir wissen ja noch, hier draußen ist jetzt einer. Und dann wird auch noch einer die Treppe hochkommen. Was ja alles immer sehr leicht ist. Da ist der Treppenfuzzi. Okay. Hat nicht so wirklich funktioniert. Okay. Gut, hier ist nichts weiter drin. Ich dachte. Aber. Im Moment sehe ich keinen. Ich werde hier mal. Habe ich eine? Genau. Schade. Naja, muss ja auch mal sein. Wir werden gleich nochmal reingehen. Vielleicht klappt es jetzt besser. Man weiß es nicht. Man kann auch hoffen, dass das Ganze jetzt besser funktioniert. So, wir können ja oben nochmal gucken. Habe ich ja eben nicht gelesen. Beseitigt den Aufseher. Ja. Des Abschusses. Das ist der da. Hier ist aber noch ein zweiter Soldat. Der da. Der geht aber, glaube ich, gleich raus. Hoffen wir mal. Okay. Bringen wir erstmal raus, damit die keiner sieht hier. So, einer. Hoffen, dass jetzt keiner kommt, weil rennen kannst du ja mit einer Leiche nicht. Gut, dann können wir auch gleich noch durchsuchen. Nee, nicht so schnell. Gut, haben wir das. Der kommt uns schon mal nicht in die Quere. Da ist schon der nächste Penner.
Wer hat das jetzt gesehen? Wer will das jetzt gesehen haben? Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? So, meine Freunde. Hast du dir so gedacht, mein Freund? Ich weiß jetzt nicht, ob von hier drüben welche kommen. Wir gehen einfach mal gucken. Wow. So, der erste. Palatsch. Ich weiß jetzt nicht, woher sie kommen. Drei Schuss ist nicht viel. Boah, Hilfe! Es sind zu viele! Es sind eindeutig viel zu viele. Hier hinten ist Gold, aber das will ich jetzt nicht. Ich will hier mich mal noch ein bisschen einbunkern hier oben. So, das Gold nehmen wir mit. Mann, wo kommen die denn jetzt alle her hier? Hilfe. So, ach, das habe ich geschafft. Vollgetankte V2. Ich wollte doch gerade. Hat wohl nicht geklappt. Habe ich nicht zugelassen. Jetzt hört doch mal auf zu spinnen. Ich habe hier gar nichts zugelassen. Nö. Nö, das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich das angeblich zugelassen haben soll. Ich hab doch... So, jetzt erklär mir mal einer, auf was ich bei dieser fetten Rakete schießen soll. Ja, dann machen wir gleich nochmal. Gleich nochmal, Jorde. Auf was denn? Soll ich da unten beim... Na? Beim Antrieb bestimmt? Machen wir gleich nochmal. Ich guck mal gleich beim Antrieb.
Können wir ja mal gucken, ob da irgendwas ist. Hab ich doch. Also Antrieb ist es auch nicht. Ja, wenn man jetzt noch rauskriegen würde, auf was man da schießen muss, dann wäre das Ganze ein bisschen leichter. Aber es ist nicht so schwer jetzt. Da vielleicht? Jetzt, aha. Das muss man ja erstmal wissen. Das erzählt ja keinem. Einer hier. Hä? Was soll denn das? Uiuiuiuiuiui. Macht aber ja einen schönen Rabatz. So eine V2. Holla die Waldfee, Alter. Haha! Ey, Jubula. Viel bloß der Kopfband. Rambo. Ey, locker lässt sich die schaffen, wa? Ohne Probleme, ohne Neustart, ohne alles. Ohne zu sterben. Eine Flasche fehlt und dreimal Gold fehlt. Naja, wollen wir nicht so sein. Wir gehen mal gleich mal gucken, was als nächstes kommt. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Meine letzte Chance, Wolf zu erledigen, war auf der Tiergartenlandebahn um 18.45 Uhr. Mir blieb nicht viel Zeit. Wolf zu stoppen bedeutete geradewegs zurück ins Herz von Berlin zu gehen. Da der Großteil der Stadt in Trümmern lag, war der einzige Ort für den Schuss wieder da, wo ich begonnen hatte. Ich musste wieder zum Brandenburger Tor. Die Stadt stand in Flammen. Die Schlacht tobte. Wie eine Vision der Hölle. Und irgendwo, inmitten dieses Feuersturms, wollte der Bastard in ein Flugzeug steigen, in Sicherheit fliegen und alle Geheimnisse des Raketenprogramms nach Moskau bringen. Es sei denn, ich konnte ihn aufhalten. Oh mein Gott! So, ich denke mal, dass das der Wolf, ne? Merkt ihr das Gesicht? Den kriegen wir jetzt. Wir müssen nach Brandenburg. Besser gesagt zum Brandenburger Tor. Na, Brandenburg ist es ja nicht. Wir müssen zum Brandenburger Tor. Und der will ja da abhauen. So, gehen wir gleich mal rein. Und mal gucken. Ich glaube nämlich nicht, dass das jetzt leicht wird. Nach dieser Mission gerade. Meine Fresse. So, wir haben wieder die Thompson. Und wir haben unsere kleine Velvet. So, wir müssen noch da und dann noch da. Denke ich mal, dass dieser Punkt das bedeutet. Das ist so ein kleiner Tipp, wie man da hinkommt, wo man hin muss. Hm, es ist verdammt ruhig hier. Warum? Warum ist das hier so ruhig? Ich traue dem Ganzen hier nicht. Ah, da hat mich irgendwer hat mich gerade ganz kurz gesehen. Ja, irgendwer sieht mich. Ah. Ein scharfer Schütze. Moment, mein Kleiner. Bitte schön, mein Kleiner. Hast du jetzt davon? Gut. Es hört sich russisch an. Da ist eine U-Bahn. Irgendwie rennen die alle bei der U-Bahn rum. Hm. Komm doch vor, ich hab dich doch gesehen. Yippie! In Bewegung. Da ist noch einer. Komm mal vor. Nicht so schnell. Bleibt der stehen. Sau. Meine Fresse. So, ihr Nickbruch.
Na, renn doch nicht weg. Immer schön nachladen, das ist irgendwie ein Tick von mir. Sobald man geschossen hat, muss man nachladen. So, siehst du noch irgendwen? Da rennt noch einer. Platsch. Gut, dass man bei dem Gewehr nicht direkt zielen muss, weil das hat so eine Durchschlagskraft, das rotzt überall durch. Das schießt von Kopf bis zu den Füßen runter und einmal quer durch. Das überlebt keiner. Findet ihn. So, wir verstecken uns mal kurz. Ich mache mal kurz Aufnahmepäuschen, weil Zeit vorbei. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich sage dann mal wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich bewerten nicht vergessen. Und dann bis denne dann.